Moin Freunde und herzlich willkommen hier zum zweiten Vlog aus Dänemark. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an und gehen mal los. Hier könnt ihr auch nochmal diesen Häuserkomplex quasi in real life und ohne Dunkelheit sehen. Ja, ich finde, das ist schon ziemlich cool, wenn man so ein eigenes Ferienhaus quasi hat oder anmieten kann. Also ist das natürlich nicht gekauft. Direkt hier neben der Turnhalle, wo das dann stattfindet. Ah ja, hier sind wir richtig. Da wird schon aufgebaut. Jetzt nochmal weiter in der nächsten Halle quasi. Oh, da sehe ich schon Millennium Falcon. Ebulon B. Cool. Guckt euch mal das coole Mock an. So ein Mock. Nicht von mir gebaut, aber von anderen, kommt auch noch ins Museum. So ein bisschen später ist schon mehr aufgebaut und da gibt es irgendwie so ein exklusives Set hier auf der Messe. Das müssen wir uns jetzt holen. Die Mosaike, muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich schon wieder ganz cool. Hier auch mit Groot, wie es im Trailer damals gewesen ist. Wesentlich schöner, als wenn es so ein generischer Hintergrund ist. So, wir haben das Set bekommen hier. Es ist das Ortseingangsschild, nur mit Fan Weekend drunter, designt von einem Designer. Ja. Ja, meins auch. Ah, cool. Ach ja, und hier wollte ich euch auch noch was zeigen. Gestern waren wir noch auf der Hütte und da haben wir noch ein bisschen gedealt. Tada, da könnt ihr es sehen. Noch ein paar schöne Star Wars Minifiguren für die Star Wars Wand. Ja, das ist immer ganz praktisch, wenn man das nicht alles auf Bricklink bestellen muss, sondern direkt vor Ort sich einfach das kaufen kann, was man halt gerade haben möchte. Bei einem Händler, der dann viele Figuren hat. Mega. Fine addition to my collection. Da wird definitiv noch mehr Shopping-Action in diesem Vlog zukommen. Leute, wir haben hier ein Fahrzeug mit leichter Überbreite. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist so heftig breit, das Ding. Fährt einfach mitten auf der Straße. Aber er hat einen Warnblinker an, immerhin. So, wir sind wieder im Legoland. Bill und auch nochmal vorbeigegangen. Muss auch sein. Ja, Freunde, und hier im Legoland haben die, glaube ich, auch den größten Lego Store, den ich jemals gesehen habe. Also ihr seht, wie weit das da noch nach hinten geht. Das ist schon krass. Also gut, sie haben auch viel breit aufgestellt und so weiter. Aber ach so, und das sind dann die Legoland Exklusivsets. Aber die gibt es, glaube ich, auch alle so im Legoland Deutschland. Da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Ah, und hier sind die Exklusivsets. Unter anderem auch noch mit der alten Batcave. Also die ist schon eigentlich relativ lange vom Markt. Und die gibt es ja einfach noch. Aber den TIE Fighter Helm, der ist auch schon hier ausverkauft. Und hier gibt es auch noch Angebote. Ich habe sie jetzt noch nicht umgerechnet, aber das letzte Mal, als ich da gewesen bin, waren die Angebote nicht sonderlich gut. Weil hier alles so ein Ticken teurer sogar ist. Das, was jetzt hier an Star Wars steht, das ist jetzt auch nicht so der Burner. Aber sie haben hier immer noch Monkey Kid. Das, bei uns in Deutschland gibt es keinen Monkey Kid mehr in den Regalen. Das gibt es nur noch online zu kaufen. Super Mario haben wir hier noch ein bisschen was, aber auch nicht die NES, die müsste vielleicht vorne noch irgendwo stehen. Ein bisschen City, hier auch die neuen Elefanten, beide Sets. Ah, und was ist das? Das ist eine Kuchenform mit Minifiguren dran. Ach, Freunde, schaut mal, was ich übersehen habe. Hier gibt es tatsächlich noch ein Regal mit EOL-Sets, die jeder unbedingt haben möchte. Deshalb stehen sie hier auch noch. Natürlich einmal Jyn Erso, Buildable Figure. Dann haben wir hier das Ding noch, ist einfach zu teuer gewesen. Genauso wie das Ding, da kam dann auch nicht richtig im Film vor. Wobei, das Teil wollte ich mir irgendwann nochmal kaufen. Aber das ist für 650 Kronen. Eine Krone sind 13 Cent, das ist halt einfach zu viel. Und das muss ich zum Glück nicht kaufen, weil da keine Star Wars, keine explosive Figur drin ist. Dann brauche ich das nicht für die Wand. Ja, aber der TIE Fighter Helm scheint einfach weg zu sein. Sie haben die Legende noch. Das Gingerbread House. Und hier ist einfach so ein Leuchtstreifen runtergefallen. Das gehört, glaube ich, nicht so. Aber ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen durch das Miniland durchgehen. Mal gucken, was die hier so gebaut haben. So, das war's für heute erstmal mit dem Legoland. Ich werde nochmal irgendwann wiederkommen und dann so ein ausführliches Review machen. Wollte ich mit dem in Deutschland auch noch machen. War aber ganz interessant und ist tatsächlich auch was anderes als das Legoland Deutschland. Ja, und hier in Dänemark kann man tatsächlich auch schon wieder solche Becher befüllen. Es geht dann hier mit so einer Schaufel und dann kann man es da rausschaufeln. Ist ein bisschen unangenehm. Also, ja, was heißt unangenehm?
ist halt besser, damit es hygienisch ist. Zum Beispiel hier solche schwarzen Trans-Clear-Teile kann Bob super für seine Stadt benutzen und die sind relativ selten. Wir sind jetzt hier noch Burger essen gegangen. Das sieht tatsächlich, ja, Daumen hoch. Das sieht tatsächlich sehr gut aus. So Freunde, jetzt könnt ihr sehen, so sieht es dann am Abend davor aus. Ist schon einiges aufgebaut. Das ist auch eine nice Display-Methode. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt meine alte Tower Bridge nicht draufstellen. Sehr, sehr cool, was hier alles so rumsteht. Vielleicht mache ich sogar mal ein Video und review das Ganze. Oh, schaut euch diese Burg an. Ja, und hier könnt ihr noch den Shop sehen, den es dann hier geben wird. Ein bisschen ausgewählt, aber wenn ihr einfach mal zum Beispiel das da hinten anguckt oder Preise hier, kann man jetzt gerade nicht sehen, aber die Achterbahn ist tatsächlich für 200 Euro hier und das Pariser Restaurant, das ist ein EOL-Set. Wenn man das heutzutage haben will, ich schätze mal so 300 Euro, ich glaube hier steht es für so, was weiß ich, 120 oder so. Das wird hier morgen so heiß hergehen, weil alle morgens hier stehen werden und es versuchen zu kaufen, weil natürlich der Wert viel höher ist und die Leute, die es verpasst haben. Jetzt habe ich angefangen hier noch zu filmen, die Mocs abzufilmen. Hier werde ich morgen wahrscheinlich noch einiges einkaufen. Ja, jetzt werden wir hier rausgescheucht, leider. So, und heute ist der nächste Tag. Und schaut euch das an. Jetzt ist die komplette Halle hier voll. Hier gibt es jetzt noch mehr Zeug, was man kaufen kann. Ich hoffe, wenn das dänische Kronen sind, dann ist es sehr, sehr günstig. Ich habe schon zugeschlagen. Ich habe die ersten Star Wars Figuren gekauft. Noch weitere Star Wars Figuren gekauft für die Wand. Das wird ein sehr schönes nächstes Update werden. So Freunde, ihr glaubt nicht, wen ich gerade getroffen habe. Mr. Henrik von der Klemmbaustein-Lyrik. Hi. Hallo. Genau, das mache ich. Ich weiß nicht, was ich so machen soll, deshalb mache ich immer so Faust. Nee, so mache ich es auch. Also tatsächlich. Oder eben Ellbogen, ne? Aber, ja, genau. Nee, aber danke, dass du. Ja, schön, dich mal zu sehen. Ne? Aber, ja, er weiß jetzt alles. Genau, aber ich verrate natürlich nichts, aber lasst euch überraschen wahrscheinlich irgendwann mal. Ja. Mal schauen, mal schauen. Und ich bin jetzt gerade hier am Minifiguren zusammensuchen. Wie gesagt, ich glaube, zu den Minifiguren muss ich ein eigenes Video machen. Das sind die, so sieht das dann aus, quasi hier alles drin. Und in den Vitrinen sind dann die ein bisschen selteneren Sets. Zum Beispiel da unten noch die Ulysses Drohne. Oder hier war bis gerade eben auch noch so ein Finstello drin. Oder hier diese seltenen Ninjago Big Fig. So Freunde, gestern stand ich ja hier schon vor diesem Battlefront Mock. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass derjenige, der das gebaut hat, auch aus Deutschland kommt und sogar hier gerade jetzt vor Ort ist und das sogar beim Mock Contest eingeschickt hat. Willst du kurz was Moin Moin sagen oder so? Also, ja, hallo, ich bin der Lego Brickshow oder der Niklas. Ja, hab hier dieses Mock gebaut. Es ist mir eine Ehre, hier im Vlog zu sein. Ja, cool, dass du es mit nach Dänemark gebracht hast. So, Freunde, jetzt könnt ihr sehen, jetzt ist hier das Licht ausgegangen. Das heißt, die ganze Halle ist quasi dunkel, bis auf die Mocs, die jetzt hier eine Beleuchtung haben. Finde ich eine ziemlich coole Idee. Ich werde mal ein bisschen rumgucken. Und irgendwie habe ich jetzt auch selber Lust bekommen, mal so einen Mock hier mal auf so einer Messe auszustellen. Würde mich einfach mal interessieren, was dann die Reaktionen so sind. Wobei ich halt auch nur so einen 4 Meter Hoth-Mock habe, welches halt nur so ein paar Zentimeter dick ist. So Freunde, Selbstexperiment. Der, was weiß ich, Lego Masters Helm ist das, oder? Sicher. Ja, wie der aussieht. Face Reveal. Oh. So, jetzt müssen wir mal filmen. Ja, kein Problem. Top. Warte mal. Was machst du denn jetzt? Nichts. Ein bisschen in Bedrängnis. Ist hier noch gleich so eine Auktion, wo dann bestimmte Sachen verkauft werden. Das sind die Sachen, die jetzt gleich hier versteigert werden. Unter anderem so einen alten Lokschuppen haben wir da. Dann haben wir hier diese seltene Krokodil-Lokomotive, wo sogar noch ein 9-Volt-Motor drin ist. Aber das, was ich haben will, na gut, dieser Beutel, der hat natürlich auch was. Was ich haben will, ist dieses Padawan-Set. Das gab es, glaube ich, irgendwo mal zu am Times Square oder so, mit Yoda. 6,600. 6,500. It's embarrassing. And let's face it, I'm British. And I, you know, that's more embarrassing than, you know, go on. I've forgotten what I said. 10,000, thank you. 10,000 Danish kroner.
13,500 going twice. Absolutely last chance. Sold. Anschließend wurde dann auch noch dieser Roboter dort versteigert. Der sollte euch wahrscheinlich nicht bekannt vorkommen, denn es ist auch kein offizielles Set, sondern das ist ein Hintergrund-Item, beziehungsweise ein Item, welches auf dem Buchcover von dem neuen Buch von Kjell Kirk Christiansen vorne zu sehen ist. Das hatte er quasi in der Hand und jeder, der das Buch gelesen hat, kennt diesen Roboter dann auch. Und dazu wurde es halt noch von ihm unterschrieben und Stuart Harris, das ist ein relativ bekannter Designer, der hat das Ding tatsächlich auch designt und gebaut. Deshalb hat es wahrscheinlich am Ende auch so ein hohes Gebot eingebracht. 14,000, ladies and gentlemen, last item of the night, sold. Ja, das Ding ist für einiges an Kohle weggegangen. Ich habe hier Harry Potter Sets gekauft, waren für einen guten Zweck, also ja. Freunde, guckt euch mal die Karre hier an, die stand auch schon vorm Lego-Haus. Wird da zwar nicht unbedingt mitfahren bei diesem Fahrer, aber die Karre ist schon irgendwie cool hier mit dem ganzen Zeug. Ach guck mal, da ist sogar so ein Spiel-Dings drin, wo man dann auf den Auto, so ein Teppich, cool. Das ist bestimmt nicht straßenverkehrsgesichert, diese Dosen da oben drauf mit einfach nur so einem Band. So Freunde, es ist der nächste Tag um 16 Uhr und die Messe ist vorbei, deshalb wird jetzt hier alles eingeräumt. Bin ich ehrlich gesagt nicht nahe Strom. Das alles jetzt hier abzubauen, so dass man es auch wieder aufgebaut bekommt, stelle ich mir schon eher anstrengend vor. So Freunde, jetzt habe ich die Möglichkeit, hier ein Messi-Auto zu fahren. Nein, wir haben die Möglichkeit, hier ein sehr, sehr seltenes Set anzugucken. Das hat Michael gestern bei der Versteigerung ersteigert. Das ist die Nummer 80 von 80 vom letzten Inside-Tour, von der letzten Inside-Tour. Da gibt es immer solche exklusiven Sets. Da könnt ihr sehen, da sind dann halt die Teilnehmer drauf. Das wird produziert, während die Inside-Tour für, ich glaube, 2 Tage machen. Und das Ding ist jetzt hier auf 80 Stück limitiert. Hier ist sogar noch ein extra 3D-gedrucktes Element drin. 1800-Euro-Set haben wir hier. Das ist natürlich auch schön, aber kann da noch nicht so ganz mithalten. Ist schon ein schönes Set hier natürlich. Ist jetzt das System House. Wenn ihr schon mal in Billund gewesen seid, dann habt ihr das vielleicht auch schon mal gesehen. Freunde, schaut euch dieses Dilemma an. Auf einer Lego-Messe wird einfach sowas hier getrieben. Ich kann es nicht nachvollziehen. Zur Erklärung, das haben irgendwelche Bricklink-Händler gekauft und die brauchen halt die Kartons nicht und die nehmen die Kartons auch nicht alle mit nach Hause. Die haben das halt jetzt alles auseinandersortiert, damit dann Leute die Steine kaufen können. Im Übrigen, ich habe ja auch gerade Steine für Markus noch gekauft. Einmal hier, das sind so Misprints. Haben wir Nick Fury den Kopf mit dieser Binde auf einem helleren Ton. Die Figuren kosten 35 Euro so in der Form. Guck mal von hier, gibt es auch eine Pick-a-Brick-Wand. Links nicht mit Pick-a-Brick, sondern so Süßkram. Das ist gerade so richtig Schwimmbad-Vibes von früher. Ich werde mir mal so eine Tüte voll machen. Mal schauen, ob sich das lohnt oder nicht. Und so schnell kann es gehen. Die Halle ist wieder leer. Die Banner an der Decke werden jetzt auch wieder weggemacht, damit man hier auch wieder normal Fußball spielen kann. Sogar mit Netz, damit die Zuschauer geschützt werden. Hochprofessionell. Ja, Freunde, und das war's hier jetzt schon. Das war der letzte Tag hier. Ja, jetzt geht's wieder ab nach Hause und wieder arbeiten. Oh Mann, aber es war schon eine sehr coole Zeit. Wir sprechen ja später nochmal drüber. Tschüss, Hütte. Wer hat das auch immer als Kind gemacht, wenn man irgendwo weggefahren ist? Da haben wir mal Tschüss gesagt zu irgendwelchen Gegenständen, die das sowieso nicht juckt, ob man jetzt Tschüss sagt oder nicht. Okay, mach nochmal auf. Ja, das Auto ist noch ein bisschen... Da ist noch Luft eigentlich. Da könnte man direkt nochmal einkaufen. Ja. Perfekt. Mach zu. So Freunde, ich bin jetzt mal wieder in Lüneburg Hauptbahnhof. Lars hat mich gerade herausgelassen. Ich habe meinen Zug um irgendwie 2 Minuten verpasst. Beziehungsweise ich habe ihn sogar am Gleis gesehen. Ach, ätzend. Ich könnte mich aufregen. Aber ich fahre jetzt zu meiner Oma und da wird alles gut. So, ich bin jetzt wieder bei meiner Oma angekommen, sehr entspannt, aber gleichzeitig heißt es natürlich jetzt auch wieder normale Videos machen. Ups, aua. Ja, ich habe es tatsächlich sehr vermisst, einfach nur Reviews zu machen, wird jetzt in nächster Zeit mehr kommen. Und im Museum selber geht es natürlich auch noch weiter. Ich habe es jetzt trotzdem als Museumsfolge betitelt, weil ich ja irgendwie doch was fürs Museum gemacht habe und zum Beispiel Kontakte knüpfen oder neue Sachen einkaufen. Deshalb gilt es nochmal als Museumsfolge. Allgemein muss ich auch sagen, dass mir die Ausstellung schon Spaß gemacht hat.
es war wirklich mal abwechslungsreich, auch jetzt gerade nach der ganzen Social Distancing-Geschichte, und in Dänemark haben ja fast gar keine Regeln mehr, dass man wieder mal ein paar Leute gesehen hat. Müssen wir mal gucken, ob wir das nochmal wieder machen, und beim nächsten Mal muss Bob dann auch mal mit dazukommen, damit es, glaube ich, noch ein bisschen lustiger. Aber ansonsten war es das soweit für dieses Video. Ich denke, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder nach unten da, und hier findet ihr noch weitere Museums-Updates. Bis dahin und ciao, ciao.